Da stehen unsere Namen drauf. Gianno, Melina, Papa, Mama, Dario und Luisa. Richtig toll. Also ein Auto. Dieses Auto, ich sag's euch, er hatte unfassbar viel Spaß. Es hat nur 49 Cent gekostet. Ich wollte eigentlich nicht vloggen, aber das ist schon Gewohnheit. Hier die ist von. Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute gibt es ein Action Haul. Ich war beim Action, habe einiges eingekauft und zeige euch jetzt die Sachen hier von zu Hause aus. Wurde vor ein paar Tagen noch gefragt, Mary, wann ist es soweit? Wann drehst du wieder von zu Hause aus? Ja, ich glaube, einige haben das noch nicht so ganz mitbekommen. Also ich mache das im Wechsel, soweit es geht, ne? Einmal live, einmal dann halt zu Hause. Ja, ich drehe immer gerne vor Ort. Weil dann habe ich halt direkt die ganzen Wochenangebote vor mir und kann euch ein bisschen auch was zu den Sachen erzählen. Aber zu Hause ist auch okay, macht mir auch Spaß. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe eingekauft Backpapier. Diese sind zugeschnitten. Moment, Kassenbon, wie immer. Mary ist gut vorbereitet. Nee. Ich habe nämlich noch eine andere Tüte. Allerdings hatte ich da nur Klopapier und Küchenpapier. Brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Also finde ich langweilig, jedes Mal das Tee zu bringen. Ich lege das direkt vorne ab im ja, in so einen Vorratsraum, ne? Direkt am Eingang im Flur. Genau. Und ob ich den da drin hatte? Vielleicht aber auch im Portemonnaie. Aber es gibt ja jetzt die App und ich glaube, du kannst deinen Kassenbon dann in der App kannst du die aufrufen. Naja, wie auch immer, muss ich mir nächstes Mal genau angucken. Also, die sind zugeschnitten, 36 Blatt. Habe ich nur zwei mitgenommen, drei wusste ich doch. Davon habe ich drei mitgenommen. So, dann habe ich mitgenommen Feuchttücher. Da habe ich auch mehrere mitgenommen. Ich habe jetzt nur zwei hier drinnen. Die finde ich richtig gut, ne? Die sind orange. Benutze ich allerdings für die Arbeit. Also das ist für die Arbeit und das ist ebenso für die Arbeit, für meinen Fimo-Ofen, ne? Ich arbeite mit Fimo und die finde ich super gut, weil ich damit hartnäckige Farbe von meinen Händen wegbekomme. Aber auch für Babypopos geeignet, selbstverständlich. Und auch zu empfehlen. Also ich habe die auch schon mal für Dario benutzt. Ich finde die super, wirklich super. Genau, also besser wie diese andere blaue. Dann einmal Glasreiniger, kaufe ich dort sehr gerne. Also die hier kosten 99 Cent, sind auch schon mal im Angebot. Und die, das weiß ich gerade gar nicht, unter einem Euro würde ich behaupten, ich bin mir nicht mehr sicher. Oder 1,19, ich weiß es nicht. Der kostet, ich meine, 89. Die Preise sind, seitdem die Preise gestiegen sind, weiß ich irgendwie gar nichts mehr. Glasreiniger. Dann für die Arbeit, die hier gekauft. Tesafilm, ja. Klebeband. Genau. Haben sie auch im Braun da und sie haben, ich meine jetzt auch bei uns seit neuestem aus Papier. Wollte ich jetzt demnächst mal auch mal testen. Ja, ich benutze davon wirklich so wenig, weil es sind so kleine Pakete. Nur Papier, wenn ich das einmal übers ganze Paket machen würde, dann könnte man ja nichts mehr lesen und deswegen benutze ich so gerne dieses hier. Aber das mit Papier könnte man zum Beispiel nur vorne. Da, wo die Öffnung ist, ne? Ja, weil jeder macht mit. Jetzt ist alles Papier und da muss die Mary ein bisschen mithalten, ne? So, drei Rollen, 99 Cent. Dann habe ich Zahnpasta mitgenommen. Zweimal hier diese. Die mögen wir sehr gerne. Also. Wollte sagen, Family Zahnpasta. Aber ich meine auch, dass bei der anderen tatsächlich Familie drauf stand. Von Colgate. 99 Cent, meine ich. Ne, zwei Stück. Sind aber auch oftmals im Angebot. Und wenn es im Angebot ist, dann schlage ich schon mal zu. Dann hat, Melina, nee, Giano. Giano hat sich das ausgesucht. Ja. 6 bis 9 Jahre auch von Colgate. Hatten wir aber bis jetzt noch gar nicht.
Ja, mal schauen, mal gucken, ob da mit Geschmack ist oder so. Ist ja oft, ne, für Kinder. Naja, durfte dann auch mit. Ich glaube 89 Cent oder 99 Cent. Dann habe ich Getränke mitgenommen. Einmal ja, von Arizona. Das ist mit Granatapfel. Ich mag es sehr, sehr gerne. Carlos findet das so. Ich liebe es. Ich mag es sehr gerne. Und deswegen habe ich auch so eine kleine Dose. Gibt es die halt? Gibt es die überhaupt als große Packung bei Action? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, woanders schon. Aber bei Action bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist so eine für mich optimal. Da sind 500 Milliliter drin, also einen halben Liter. Dann hier, das ist ja mein Lieblingstee. Das ist auch Arizona mit grüner Tee und Honig. Ich bin ja eigentlich nicht jemand, der gerne grüne Tee trinkt, aber dieser hier mit Honig, der ist einfach wirklich lecker. Wirklich lecker. Ich glaube, der kostet 1,59. Also der ist richtig gestiegen, ne? Also hier ist nur ein Liter drin. Ja, vorher 99 Cent. Ja, richtig lecker. Mag der Carlitos auch sehr gerne. Dann muss ich euch hierzu was erzählen. Wie nennt man die eigentlich? Ja, so zum Staubwedeln. Und die andere Marke, ja, wie heißt denn die Marke? Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall, Swiffer, genau, Swiffer. Die kosten, meine ich, 5 Euro. Also um die 5 Euro, über 4 Euro auf jeden Fall. Und die hier, die kriegt ihr für so wenig Geld. Die kosten nicht mal 1 Euro. Hier sind 5 Stück drin. Und bei Swiffer, ich meine, da durften 4 sein. Wie auch immer, 5 Euro, 1 Euro ist ein Mega-Unterschied. Benutze ich nicht mehr so oft wie früher, aufgrund von meinem Asthma. Aber für die Kronleuchte sind die auch ganz gut. Aber du kriegst sie nicht komplett mit denen. Hier fährt den Staub weg. Das muss man dann. Wir haben auch noch ein anderes Wedelzeug. Und am besten, wenn ich zum Beispiel das mache, ich kann dann mit Wedeln, ne, rumwedeln, ist gar nicht bei mir mit dem Asthma. Ich muss immer nass wischen, damit der Staub beim ersten Wisch auch kleben bleibt. Versteht ihr? Genau. Und ich muss das wirklich sehr oft machen, damit sich erst gar nicht Staub bildet, ne? Damit das wirklich so minimal ist. Genau, aber zu empfehlen, also holt euch nicht Swiffer. Ich würde behaupten, das ist sogar derselbe Hersteller. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Wollte ich immer mal getan haben, vielleicht mache ich das mal. Haben wir Swiffer da? Nee, die Packung nicht mehr. Richtig gut, wirklich. Also. Ihr merkt keinen Unterschied. Dann habe ich eingekauft Knete. Es ist kein Fimo, es ist aber ähnlich wie Fimo. Die Kinder, die, ja, wenn ich Fimo mache, wollen die Kinder auch kneten. Und der Gianno, der ist ja jetzt, wird er jetzt schon 8. Und der will halt kneten und diese auch in den Ofen stellen. Und ja, mit der normalen Knete geht das natürlich nicht. Und da habe ich ihm erzählt, dass bei Action ja hier diese hier gibt. Und das kennt er schon, haben wir schon öfters gekauft. Und der kann so gut modellieren, das sage ich euch. Der kann richtig viel. Also der ist ja so kreativ. Er macht Wale, Autos, Figuren, Menschen, Bäume, Häuser aus Fimo. Und das ist super. Und dieses, also kein Fimo. Fimo wäre viel zu teuer. Also Fimo benutze ich ja für mein Unternehmen. Fimo ist einfach zu teuer. Also so ein Block von 454 Gramm, war das so? Oder so in etwa, kostet um die 10,90 Euro. Ne? Und wie viel Gramm ist hier insgesamt drin? Hier 26 mal 20 Gramm. Ein bisschen mehr. Wären dann 260, 520. Ist das richtig? 520 Gramm. Kostet auf jeden Fall nur 4 Euro. Ja? Ich müsste nochmal nachschauen. Um die 4 Euro.
genau. Und das andere, was ich benutze, halt 10,90 Euro. Und wie gesagt, hier ist viel mehr drin und nicht nur Fimo, sondern du hast ja auch so, ach nicht Fimo, Knete, ja Knete, Modelliermasse. Du hast auch hier Werkzeug, ne? Also das ist schon verdammt günstig und so für den Giano perfekt, ne? Genau, kommt in den Ofen, anders wie Fimo, genau bei 120 Grad, nur 10 bis 15 Minuten. Bei Fimo ist das so, also mein Fimo, ich arbeite mit professionelles Fimo, 110 Grad, 45 Minuten. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Stromkosten. Dann haben wir das hier eingekauft, schon ausgepackt und auch schon gebastelt. Das darf ich euch zeigen. Wo hat er das denn jetzt hingestellt? Der meinte, der stellt... Ach, hier vor mir. Oh Gott, Mary. Er hat es angemalt. Ein Auto. Ist das überhaupt schon trocken? Doch. Da stehen unsere Namen drauf. Gianu, Melina, Papa, Mama, Dario und Luisa. Richtig toll. Also ein Auto. Dieses Auto, er hat, ich sag's euch, er hatte unfassbar viel Spaß. Es hat nur 49 Cent gekostet. Und einfach mega cool. Wirklich. Er war da so konzentriert und so bei Sache. Hat es am Ende sogar noch angemalt. Und die haben da ganz viele andere, ne? 3D-Puzzle. Ein Haus gab es. Ich meine auch Tiere. Er hat schon gesagt, Mama, richtig cool, kommt auf meine Weihnachtsliste, davon wünsche ich mir mehr. Fand ich total süß. Also 49 Cent, Leute. Und der war so glücklich. Naja, so, er weiß wahrscheinlich gar nicht, ja, was kostet das und wie viel ist eigentlich 49 Cent. Ne? Aber meine Kinder sind generell so, die freuen sich über so kleine Sachen immer wahnsinnig, ne? Die schätzen das total sehr, vor allem wenn die Mama mal so ab und an mal Überraschungen macht, ja, total süß, ja, also, ne, demnächst, ja, jetzt, wenn wir wieder live vor Ort sind, also wenn wir vor Ort wieder filmen, dann schauen wir mal, wo die hier sind und dann gucken wir mal, was die alles noch da haben, richtig cool, genau. Achso, er hatte noch ein anderes. Was war das denn? Er wollte aber jetzt das hier gemacht haben. Wir hatten noch davor, ein paar Tage vorher, ein anderes gekauft. Das hat er im Live, genau, im Live-Wall habt ihr das gesehen. Und er fand aber anscheinend das hier dann doch cooler. Und dann habe ich noch was gekauft, und zwar ein Reinigungsmittel. Hauptsächlich habe ich die jetzt für den Backofen gekauft. Sie haben gerade hier für die Mikrowelle auch geeignet und ja, für vieles mehr. Ne? Schaut so aus. Sie hatten drei Produkte da, genau. Und das war somit das teuerste von allen drei. Hat mich irgendwie, ja, angesprochen, ja. Ich glaube 1,89 oder 1,79, genau. Mal gucken, wie das ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon hatten. Ja, das war es auch eigentlich schon. Jetzt tue ich am besten die Sachen hier wieder rein. Dann schleppe ich die wieder nach vorne. Die müssen nämlich nach... Ah, nee, das nicht. Das kann ja hier bleiben. Aber so die ganzen Sachen. Und Zahnpasta hätte ich auch mehr kaufen müssen. Beim nächsten Mal. Weil wir haben ja einen Vorratsraum. Den kennt ihr, ne? Und ich habe... Genau, gestern war Schwiegermutter da. Da habe ich da ausgeräumt. Oder ja, aufgeräumt, ja. Und da sind so viele Lücken drinnen und ich habe gemerkt, okay, da muss wieder nachgefüllt werden. Mache ich am liebsten dann, wenn Sachen im Angebot sind. Dann, dass man sagt, okay, diesen Zahnpasta ist im Angebot, nehmen wir jetzt doch mal 5, 6, 7 Stück davon mit. Wer kommt denn da? Ist das die Lu? Ich glaube, die Lu, die habe ich nämlich gerade schon gehört. Ich möchte zu Mama. So, ab hier. Die Schwämmchen liegen hier noch. Die sind gut. Ich mag die total gerne. Die kaufe ich da gerne immer wieder nach. Kann ich so empfehlen. Kosten 89 Cent, meine ich. Genau. Nichts Besonderes, ne? So, ich räume jetzt hier auf. Und das war's von meinem Action Haul. Kann ich Sachen wirklich mit nach vorne nehmen. Hier das. Ich bin fertig, Luisa. Ach,
dachte, Dario schläft. Dario schläft, ich dachte, wäre ja wach. Ja, soll ich die Haare schön machen? Oh, dann komm, ich mache die Haare schön. Leg ich. Was läuft denn hier, Peppa Wutz? Dann komm, Schatz. Ja, ich mache dir die Haare schön. Komm mit. Die Kinder, die Mädels, die setzen sich immer sehr gerne hier an meinem Schminktisch. Ja, da liegt jetzt von Mama was drauf. Gehen wir einmal hier hin. Dann setz dich. Ja? Total süß. Meine Maus. Setz dich dann immer hier hin wie so eine Prinzessin und möchte von Mama jetzt verwöhnt werden, ne? Geht die Kopfmassage. Manchmal machen wir auch eine Gesichtscreme drauf. Da haben wir eine ganz tolle Creme, die ich übrigens selber auch sehr gerne benutze. Ich wollte eigentlich nicht vloggen, aber das ist schon Gewohnheit. Hier die ist von Müller. Genau, bei Müller haben wir die bekommen. Gesichtscreme. Die riecht super gut. Ich aber benutze die auch. Müssen wir demnächst eine neue kaufen. Ne? Die möchtest du? Okay, welche Haargummis? Die zwei? Dann brauchen wir noch einen Kamm. Der ist meins. Zu meinem Kamm nehmen. Okay? Und du machst dann Mamas Haare, ja? Den Haargummi nehmen wir. Den willst du haben? Haben wir auch bei Action gekauft. Das mag sie sehr gerne. Oh, noch mehr Haargummis. Oh mein Gott, Luisa hat so viele Haargummis. So, ihr Lieben, ich beende jetzt hier das Video. Ja, Schatz, ich komme sofort. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen um 10 Uhr wieder. Bis morgen. Tschüss.